Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch, ich bin Juniorenmitglied im Freundes- und Förderkreis des Deutschen Museums und heute beginnen wir mit einer neuen Reihe rund um die Pharmazieabteilung und deshalb freue ich mich heute ganz besonders mit meinem heutigen Gast Anemone in die Welt der kleinsten lebenden Organismen einzutauchen. Hallo. Was ich ganz toll finde, wir gucken uns heute eines meiner Lieblingsexponate hier im Deutschen Museum an. Was meinst du denn, wovor stehen wir hier? Also ich sehe ein großes graues Dings. Und meine Mutter hat mir gesagt, dass es die Zelle ist, aber eigentlich habe ich kurz gesagt, keine Ahnung. Das ist auch auf den ersten Blick wirklich schwer zu erkennen, weil so etwas gibt es in echt eigentlich gar nicht. Es ist ein Nachbau einer Zelle, wie du ganz richtig erkannt hast. Sie wurde aber dafür 350.000-fach vergrößert. So groß? Ja, in echt wäre sie viel, viel kleiner, nämlich nur ein Hundertstel Millimeter klein. Also mit dem bloßen Auge könnten wir sie gar nicht erkennen. So wie ein Sandkorn? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber ein Sandkorn wäre im Gegensatz zur Zelle immer noch riesengroß. Und sie ist sogar noch kleiner als ein ganz, ganz feines menschliches Haar. Also wirklich sehr, sehr klein. Und dieser Nachbau hier ist total toll, weil man sich da mal so ein bisschen angucken kann, wie so eine Zelle funktioniert und wie die von innen aussieht. Weißt du denn, wie so eine Zelle aufgebaut ist, Anemone? Nö, das habe ich noch nicht gelernt. Also das hier, das ist die Hülle von der Zelle. Die ist quasi von ihrer Umgebung abgetrennt und man nennt sie Membran. Und die ist auch wichtig, um Stoffe und Informationen auszutauschen. Wollen wir denn mal reingehen und uns die Zelle von innen anschauen? Ja, gerne. Wow. Sehr faszinierend, gell? Und das Lustige ist, eigentlich würden wir hier drin jetzt schwimmen müssen, denn in echt wäre diese Zelle mit Flüssigkeit gefüllt und die würde man Zellplasma nennen. Jetzt in dem Modell ist es natürlich nicht so, weil sonst könnten wir hier ja nicht hin und her laufen. Und was auch total spannend ist, diese Zelle hat so etwas Ähnliches wie Organe. Sie funktionieren ähnlich wie menschliche Organe, da sie aber viel kleiner sind, nennt man sie Zellorganellen. Und dieser große Ball hier, das ist eins davon, und zwar der Zellkern. In ihm ist unsere Erbinformation in Form von DNA gespeichert. Und damit du dir ein bisschen besser vorstellen kannst, also diese DNA ist 2 Meter lang in jeder einzelnen unserer Körperzelle. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, habe ich eine Schnur mitgebracht. Spann die mal. So lang wäre jetzt quasi die DNA in jeder einzelnen deiner Zellen. So lang? Das ist ja länger als mein Vater. Da hast du recht, ja. Und wie passt das dann in diesen Zellkern rein? Es wird quasi ganz dolle zusammengewickelt, so, und dann in diesen Zellkern hier verpackt. Und es besteht aus 3,2 Milliarden Basenpaaren. Man könnte auch sagen Buchstaben und es wären dann ungefähr so viel wie 6.000 Bücher. 6.000 Bücher, das ist ja so viel wie in einer riesigen Bibliothek. Da hast du recht. Bei uns im Deutschen Museum in der Bibliothek wären es noch sehr, sehr viel mehr Bücher. Aber es sind schon ganz schön viele, da hast du recht. Und wenn wir ein kleines Stück weitergehen, können wir uns noch ein weiteres Organell anschauen. Also, hier siehst du das Kraftwerk der Zelle. Man nennt es Mitochondrium und es ist dafür da, aus unseren Nahrungsmitteln, von organischen Stoffen wie Zucker oder Fetten, also es wandelt die so um, dass es für unseren Körper nutzbar ist. Und was ich total spannend finde, ein ungefähr 70 Kilogramm schwerer Mensch hat 30 Billionen Körperzellen. Das ist eine 3 mit 13 Nullen. Also ich weiß ja, dass 1003 Nullen hat. Und Google hat 100 Nullen. Also ist 13 Nullen irgendwo dazwischen. Ja, da hast du ganz recht. Aber woher weißt du denn, wie viele Nullen Google hat? Also ich rechne jetzt nicht so gern, aber mit meinem Vater habe ich das mal gemacht, weil mich interessieren sehr viele große Zahlen. Aber Mathe, also rechnen mag ich trotzdem nicht so gern. Ja, ich auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Aber große Zahlen sind interessant. Das stimmt. Was meinst du denn? Wie viele verschiedene Arten von Zellen gibt es in unserem Körper? 100 bis 800? Ja, nicht ganz. Es sind über 200 Stück. Also zwar jetzt keine so große Zahl, wie du sie gerne magst, ja. Aber ich finde, es sind schon ganz schön viele, oder? Ja. Wollen wir uns noch ein paar andere davon anschauen? Mhm. Gehen wir? Ja. Also wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass es ganz viele verschiedene Arten von Zellen gibt und ein paar von denen können wir uns jetzt mal anschauen. Die sehen ja jetzt nicht so aus wie die davor und die sehen auch alle ganz verschieden aus. Sind die jetzt ganz anders aufgebaut? Von innen meinst du? Ja. Also im Prinzip sehen die Zellen von innen alle sehr, sehr ähnlich aus. Aber das stimmt, von außen sehen sie ganz anders aus. Es sind nämlich keine Einzeller mehr. Einzeller, die sehen, also würden alle gleich aussehen. Und im Laufe der Entwicklung sind wir Lebewesen aber zu Mehrzellern geworden. So wie du auch. Und das ist auch wichtig, weil erst wenn wir
eine bestimmte Anzahl verschiedener Zellen haben, sind die in der Lage, sich auf gewisse Aufgaben zu spezialisieren. Das war aber nicht von Anfang an so. Die waren, bevor sie zu diesen spezialisierten Zellen geworden sind, eigentlich alle mal eine befruchtete Eizelle, die sich geteilt hat. Und daraus sind dann ganz viele gleiche Stammzellen entstanden. Und erst wenn von denen eine bestimmte Anzahl da ist, lohnt sich oder dann können sie sich überhaupt erst spezialisieren, so wie diese es dann getan haben. Was meinst du, wenn du dir die so anschaust, kennst du denn schon ein paar von diesen Zellen? Ja, die roten da. Das sind doch die roten Blutkörperchen, die Sauerstoff durch den Körper transportieren. Ja, da hast du ganz recht. Und die sind in dem Fall so stark spezialisiert, dass sie keinen Zellkern mehr haben. Und dadurch können sie sich auch nicht mehr vermehren. Und deswegen müssen sie immer neu gebildet werden. Und zwar aus Teilen des Knochenmarks. Kennst du denn noch irgendeine von den anderen Zellen? Nö. Aber was ist das grüne Gestrüpp da? Das ist eine Nervenzelle. Wollen wir sie uns mal anschauen gehen? Ja. Was meinst du denn, Anemone? Wo in unserem Körper kommen überall Nervenzellen vor? Also das ist überall da, wo es weh tut. Und wenn ich mich mit meinem Bruder streite, dann tut es hier weh. Da hast du ganz recht und das kenne ich nicht so gut. Und es stimmt, ja, also diese Zellen leiten alle Reize und Informationen zum Gehirn und die Befehle vom Gehirn dann wieder zurück zur Muskulatur. Und diese hier, die sehen doch ein bisschen aus wie Popcorn. Und zwar sind das die weißen Blutkörperchen. Die kommen im Blut vor, im Knochenmark, aber auch in anderen Geweben. Und sie dienen zur Abwehr von Krankheitserregern. Schauen wir uns mal die nächste Zelle an. Was meinst du, ist denn diese blaue dort? Das sieht aus, als wäre es eine Karotte mit Haaren. Das stimmt. Ein bisschen sieht sie wirklich so aus. Und diese Zelle kommt vor allem in unserer Lunge vor. Die ist wichtig, um unsere Atemwege zu reinigen. Und diese kleinen Härchen da vorne, die sind dafür da, um den Schmutz aus dem Körper wieder rauszutransportieren. Und der Fachbegriff für diese blaue Karotte ist Flimmerepithelzelle. Und wenn wir mal ein bisschen weiter nach hinten gucken, die ganz große gelbe Zelle da drüben, das ist die nächste Zelle, die wir uns anschauen, das ist eine Fettzelle. Ist die Fettzelle wirklich so groß im Vergleich zu den anderen Zellen? Ja, tatsächlich, da hast du ganz recht. Sie kann aber noch größer werden, aber auch ein bisschen kleiner. Diese Fettzelle, die dient als Energiespeicher für Fett und Wasser und sie kommt auch in unserem ganzen Körper vor. Und wie alle anderen Zellen wird sie abgebaut und muss dann auch wieder neu gebildet werden. Das heißt, die Anzahl der Fettzellen ist immer gleich. Man kann sie also nicht verändern oder verringern. Wenn man eine Diät macht, bleibt die Anzahl der Fettzellen trotzdem gleich. Die Fettzellen werden nur kleiner oder größer. Also werden die Fettzellen kleiner, wenn man eine Diät macht und größer, wenn man zu viel isst. Also das mit den Zellen und so finde ich ja richtig spannend. Das stimmt, ich auch. Und generell, eigentlich alle Dinge, die mit unserem Körper so in Verbindung stehen, sind sehr, sehr spannend. Und es wird ja auch immer weiter geforscht und man findet immer wieder aufs Neue sehr spannende Dinge über unseren Körper heraus, die man bis heute noch nicht wusste. Jetzt sind wir aber leider schon am Ende von unserem kleinen Ausflug in die Welt der Zellen. Schade, können wir das bitte bald wieder machen? Das hoffe ich doch. Und in der Pharmazieabteilung gibt es noch viele weitere spannende Dinge zu entdecken. Und wir hoffen natürlich, dass Sie sich die Pharmazieabteilung mal live angucken können. Und sonst schauen Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.